Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video soll es ein bisschen weitergehen mit unserem Leiterplatten-Editor. Möchte ich euch ein paar Einstellungen dazu zeigen. Ich drücke mal hier auf die Taste POS 1, wenn er das denn übernimmt. So, jetzt sind wir hier wieder reingezoomt auf unseren Schaltplan. Ich markiere mir hier mal unsere Übung vom letzten Mal, diese Striche, die schmeiße ich mal raus mit entfernen. Wir haben also jetzt nur noch unsere Leiterplatte und die Bauelemente. Wir speichern mal zwischendurch ab und dann wechseln wir mal hier oben in den Button Seite einrichten. Hier können wir jetzt auch wieder unsere Seite einrichten, unser Zeichenblatt. Darüber sollten wir mal das Datum übernehmen. Wir sollten hier vielleicht mal eine Revision 1.0 eintragen. Den Titel können wir ja hier als Tutorial 1 übernehmen. Als Firma schreiben wir dann wieder unsere Ausbildungswerkstatt rein. Im Prinzip sind das die gleichen Daten, wie wir es schon im Schaltplan übernommen haben. Das können wir jetzt hier eintragen. Damit wäre das erstmal soweit erstellt. Wir sehen auch hier wieder, ist das hier unten in diesem Schaltplan oder in diesem Leiterplattenplan jetzt übernommen. Format A4, für so eine Eurokarte reicht das auch vollkommen aus. Sollten es mal größere Platten werden, könnte ich jetzt hier natürlich auch ein anderes Format wählen. Soweit dazu. Wir wechseln jetzt aber mal, und das ist wesentlich wichtiger, hier in die Einstellung der Platinenkonfiguration. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass wir hier das ein bisschen besser sehen. So. Und wir sehen als erstes mal hier den Lagenaufbau der Platine. Und da sehen wir hier die Platinen-Editor-Lagen. Das haben wir ja schon hier rechts gesehen mit Silkscreen, Mask und so weiter. Hier finden wir das wieder. Und ich könnte mir jetzt, oder ich kann jetzt hier in diesem Layer-Übersicht komplette Layer ausschalten. Und damit wir hier rechts nicht so viele Layer haben, die wir auch jetzt im Moment nicht brauchen, können wir hier mal diese Layer-User 1 bis 9 abwählen. Das hat folgenden Vorteil, zeige ich euch. Wir wählen die hier mal ab, sagen OK. Jetzt wird das hier neu geladen und wir sehen, jetzt ist hier unser Layer-Fenster bei weitem nicht mehr so groß. Ich kann also hier einfacher arbeiten, muss hier nicht hin und her scrollen und es ist deutlich übersichtlicher. Wir wechseln wieder in unsere Anzeige hier. Ich kann jetzt hier für Kupferlagen auch bestimmte Wehreigenschaften zuweisen, zum Beispiel Potenzialfläche oder eine Überbrückung. Das macht hier bei solchen Kupferlayern nur dann Sinn, wenn ich eine Lage oder eine Platine habe mit mehr als zwei Kupferschichten. Normalerweise sind ja die Kupferplatinen oben und unten mit Kupfer beschichtet und es gibt aber auch vier- oder sechslagige Platinen, wo dann also Kupferlagen in der Mitte sind. Die könnte ich dann hier speziellen Werten zuweisen. Für uns als Einsteiger ist das jetzt hier erstmal nicht ganz so wichtig. Dann haben wir hier als nächstes den technischen Lagenaufbau. Der technische Lagenaufbau ist in dem Fall vorgegeben für unsere FR4, ganz normale Standard-Euro-Kartenplatine. Das können wir hier erstmal so lassen. Ich könnte jetzt hier auch für anderes Material, zum Beispiel für PDFE oder für keramische Platinen, es gibt ja auch anderes Platinenmaterial, hier Einstellungen vornehmen. Auch das für den Einsteiger hier erstmal uninteressant. Wir lassen das einfach auf diesen Grundflächen oder diesen grundlegenden Einstellungen. Die Platinenoberfläche kann ich hier auch festlegen. Auch das brauchen wir erstmal nicht. Die Lötstoppmaske, auch hier lassen wir im Prinzip die Grundeinstellungen. Bei den Texten und Grafiken könnte ich jetzt hier auf Einstellungen vornehmen, aber auch hier sind eigentlich die Standardeinstellungen so schon recht gut gewählt und man kommt damit einfach sich sehr gut zurecht. Formatierung, Textvariablen, das können wir alles mal so lassen. Hier unten haben wir dann noch die sogenannten Designregeln. Auch hier als Einsteiger würde ich erstmal die Grund- oder Standardwerte belassen, weil ich hier nämlich Einschränkungen
vornehmen kann. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, hier den VIA-Mindestdurchmesser für die Bohrung könnte ich jetzt hier auf, zum Beispiel auf 0,4 mm runtersetzen. Diese Designregeln, die passe ich eigentlich nur dann an, wenn ich einen Leiterplattenhersteller habe. Ich kann ja meine Leiterplatte auch im Internet nach oben auf Leiterplattenhersteller-Webseiten hochladen und mir diese Leiterplatte kostenpflichtig herstellen lassen. So, und alle Leiterplattenhersteller, die haben sogenannte Designregeln, in denen sie vorgeben, was sie als Leiterplattenhersteller können. Und wenn eben ein Leiterplattenhersteller jetzt zum Beispiel nicht kleiner als 0,6 mm bohren kann, dann gibt er das auf seiner Webseite an und ich müsste jetzt hier eben 0,6 eintragen und könnte jetzt hier nicht 0,4 eingeben, weil das wäre ja dann für den Hersteller nicht herstellbar. Also diese Designregeln könnte ich eben anpassen. Brauchen wir aber auch jetzt hier für unsere Einsteiger einfache Schaltung erstmal nicht weiter. Vordefinierte Größen und Leiterplatten. Ich kann mir hier händisch Leiterbahnbreiten zuweisen. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Das sehen wir gleich im Weiteren hier unten bei den Netzklassen. Hier kann ich jetzt die sogenannte Teardrops oder Tränen einstellen, diese Übergänge von einer Leiterbahn auf ein Pad. Das hat was mit den Stromflusseigenschaften zu tun. Kann ich hier gestalten über diese Maße. Auch hier lassen wir mal bitte die Grundeinstellungen. Das ist für fortgeschrittene User interessant. Längenabstimmungsmuster, auch das wäre jetzt für differenzielle Paare, auch für den Einsteiger erstmal uninteressant. Jetzt kommt es aber wichtig. Wir haben ja im Schaltplan Netzklassen angelegt und wir sehen hier jetzt unsere Netzklassen wieder. Und hier müssen wir jetzt, oder hier möchte ich euch ein bisschen was zeigen. Wir haben ja einmal unser Default-Netz, das heißt alles, was wir nicht bezeichnet hatten. Dann hatten wir ja hier eine Netzklasse Basis vergeben, haben das auch entsprechend zugewiesen. Das waren diese blau gestrichelten Linien zu den beiden Transistoren und wir hatten Ground und Plus belegt. So, und jetzt kann ich hier dieser Netzklasse nämlich Eigenschaften zuweisen. Und da möchte ich jetzt mal zum Beispiel die Leiterbahnbreite anpassen. Und ich sage jetzt einfach mal, die Basis soll jetzt mal eine Leiterbahnbreite von 0,5 mm haben und der Ground von 0,8 mm und das Plus ebenfalls von 0,8 mm. Das kann ich jetzt machen. Ich kann auch hier den Freiraum einstellen. Wenn ich zum Beispiel höhere Spannungen habe, könnte ich jetzt hier, damit es kein Brechen gibt oder kein Überspringen von Spannungspunkten, könnte ich jetzt hier zum Beispiel den Freiraum zwischen einzelnen Leiterbahnen etwas vergrößern. Ja, könnte es mal machen. Wir nehmen den mal auf 0,3 hier nach oben, dass wir das nachher dann auch in der Schaltung etwas besser sehen. So, das kann ich hier machen und wenn ich jetzt ein VIA vergebe, um ein VIA, eine Leiterbahn, also von der Oberseite auf die Unterseite zu bringen beim Routen, kann ich also VIAs vergeben und dann machen wir mal hier für den Ground eine VIA-Größe von 1,2 mm. Das machen wir hier auch für das Plus 1,2. Das sehen wir dann gleich die schönen Unterschiede und wir machen hier die Bohrung etwas größer, in dem Fall mal beispielhaft auf 0,6 mm und haben jetzt hier also Anpassungen gemacht. Die Mikrovia-Größe, die Mikrovia-Bohrung ist für euch als Einsteiger jetzt erstmal nicht so interessant. Die brauche ich nur dann, wenn ich jetzt mehrlagige Platinen habe, also mehr als zwei. Das verstehe ich unter mehrlagigen Platinen, vier oder sechs. Dann kann ich nämlich zwischen den inneren Lagen also die ich dann gar nicht sehe, sogenannte Mikrovias vergeben. Die sind dann auf der Oberfläche nicht sichtbar und das könnte ich hier einstellen. Für uns als Einsteiger hier erstmal uninteressant. Und hier für das differenzielle Paar hatte ich auch schon angesprochen, wenn ich also Busleitungen verlege, könnte ich dann oder müsste ich, wenn ich das anpassen will oder andere Maße vergeben möchte, könnte ich das dann hier in diesen letzten beiden Spalten anpassen. So, jetzt haben wir also diese Netzklassen hier angepasst und das hat den großen Vorteil, dass ich jetzt beim Zeichnen oder beim Routen der Leiterplatte keinen Fehler mehr machen kann, weil in dem Moment, wie ich jetzt eine Netzverbindung von Ground
ziehe in Keycat, geht Keycat her, schaut hier drin in dieser Tabelle nach und sagt, okay, Leiterbahn 0,8 mm mit 0,3 mm Abstand. Via-Größe 1,2 mm mit 0,6 mm Bohrung. Zeige ich euch dann, wenn wir das routen. Ich kann dann hier noch benutzerdefinierte Regeln aufstellen. Auch das brauchen wir erstmal hier nicht. Und wir haben hier nochmal den Verstoß der Schweregrade. Auch hier bitte die Grundeinstellungen lassen, nicht ändern, weil als Einsteiger sie noch nicht wissen, was sie tun. Ja. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn man hier also nicht drin rumspielt. Hier muss man wissen, was man tut, sonst können Fehler auf der Platine entstehen und das wollen wir ja vermeiden. Soweit dazu. Dann schließen wir das Ganze und können jetzt beginnen, unsere Platine zu routen. Dazu müssen wir als erstes mal Bauteile platzieren und ich nehme als erstes mal unseren Connector. Wir hatten ja gesagt, wir zeichnen den Schaltplan im Signalfluss von links nach rechts und von oben nach unten. Und in der Platine gehen wir also damit oder davon aus, dass wir jetzt hier unsere Spannungsversorgung mal von als erstes hier links platzieren. Wir sehen jetzt, dass wir also unseren Connector mal als erstes positionieren. Wir machen sicherheitshalber nochmal die Prüfung am Raster. Wir hatten ja gesagt 1,27. Das ist hier wichtiger als im Schaltplan, dass wir das richtige Raster verwenden, einfach um Bauteile sauber zu positionieren, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Das sollte man immer mal wieder kontrollieren, dass man hier noch das richtige Raster eingestellt hat. So, dann gehen wir mal, ich blende mir mal die Netzlinien ein. Dann gehen wir mal her, sagen jetzt als nächstes wollen wir mal hier den Widerstand hier runter oder die Widerstände hier runterziehen. Dann ziehen wir mal hier unseren Transistor rein. Ich kann natürlich auch mehrere Elemente hier bewegen und platziere die mir erstmal ungefähr dahin, wo ich das haben möchte. So, und parallel dazu mache ich mir mal den Schaltplan auf. Da schaue ich immer mal mit rein. Und wir sollten auch, so wie es im Schaltplan ist, schon mal als erste Möglichkeit hier den Q1 entsprechend ablegen und den R1 und den D1. Die sitzen ja auch hier entsprechend schon am Connector mit am nächsten dran. So würde ich das jetzt auch in dem Fall mal versuchen zu positionieren. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf unseren Q1 mit der Taste M, wählen wir den aus, legen uns den mal hier drüben ab. Und jetzt sehen wir ja hier die Linien. Wir drehen diese Linien schon mal so, dass wir im Prinzip möglichst keine Überkreuzungen haben. Ja, ich kann also mit der Taste R das Bauelement drehen, wenn ich das jetzt so ablegen würde. Ja, hätten wir ja jetzt hier zwischen dieser Netzlinie und dieser Netzlinie hier eine Überkreuzung. Und das führt natürlich zu Problemen, wenn ich dann hier die Leiterbahn route. Deshalb wähle ich mir das Element nochmal an und drehe das jetzt nach Möglichkeit schon mal so in die Richtung, dass ich also hier keine oder möglichst wenige Überkreuzungen habe. So, dann haben wir hier unseren Widerstand. Den drehen wir uns auch mal so rum. Da sehen wir jetzt schon hier beim Drehen haben wir jetzt hier die Kreuzung der Netzlinien. Wir legen die mal so ab, dass wir hier möglichst gerade und kurz mit einer Netzlinie hier an unseren Kollektor rangehen können. Dann hatten wir ja oben drüber die D1. Die wählen wir uns ebenfalls mal aus. Die legen wir dann mal gedreht so ab, dass wir hier oben nicht über den Edge Cut kommen. Ich möchte das schon euch zeigen, wie man möglichst mit wenigen oder möglichst platzsparend arbeitet, um das mal so zu sagen. Dann haben wir hier den R2. Der wäre jetzt dann im Schaltplan auch relativ als nächstes dran. Wir sehen auch, sobald ich hier ein Element anwähle, ja, also hier, ich wähle jetzt mal R1 aus und wechsle in den Schaltplan, sehen wir, ist das auch hier automatisch ausgewählt. Dann sehe ich das, welches Element das ist. Umgekehrt geht das genauso. Wenn ich jetzt nämlich den R2 hier anwähle und gehe hier wieder zurück, sehen wir, dann ist der hier auch schon automatisch ausgewählt. Ich kann dann die Taste M drücken und ziehe mir den ebenfalls mal hier rüber. Dann machen wir mal hier ein
R für Rotate, dann ziehe ich mir den mal da mit ran. Dann gehen wir mal hier noch die nächsten zwei Widerstände durch. Mit Move ziehen wir die hier entsprechend her. Wir legen die ab. Ich gehe wieder mal in den Schaltplan, zeige ich euch auch diese beiden Elemente, die ich jetzt ausgewählt habe, sind eben hier markiert. Umgekehrt wird das jetzt genau wieder so funktionieren. So, dann legen wir auch diese beiden mal ab. Ja, mit der Taste R drehen wir sie mal hin. So, jetzt ziehen wir uns mal den R4 hier rüber. Das ist unser letzter Widerstand, den wir in der Reihe haben. Dann wählen wir mal 3 aus. Mit der Taste M bewegen den und drehen den uns so hin, dass die hier möglichst beieinander liegen. Dann nehmen wir hier unseren R4. Auch den drehen wir mal, wie wir es passend brauchen. Und legen uns dieses Element mal ab. Auch hier sehen wir jetzt, die LED kommt als nächstes. Bewegen wir mal hier oben ran. Wir drehen sie uns gleich in diese Richtung, dass wir hier quasi unsere beim Routen der Leiterbahn dann von hier nach hier im 90-Grad-Winkel gehen können. Wir sehen, der R4 ist jetzt noch verkehrt rum. Drehen wir wieder rum mit der Taste R und mit der Taste M bewege ich mir den jetzt hier wieder so hin, dass der schön sauber abgelegt ist. Dann haben wir noch die oder den zweiten Transistor. Den ziehe ich mir mal noch ein bisschen runter. Wir müssen ja noch unsere beiden Elektrolytkondensatoren unterbringen. Den wähle ich hier an, entweder mit Mausklick oder ich gehe einfach drauf, Taste M und ziehe mir hier den C1 mal dazu. Auch den kann ich drehen. Das sehen wir, der hängt hier auf R2. Nehmen wir noch den zweiten. Auch hier haben wir wieder eine Überkreuzung. Den drehen wir hier an dieser Stelle mal herum. Und damit hätten wir unsere Bauelemente erstmal soweit platziert. Jetzt sehe ich schon, hier habe ich natürlich einige Kreuzungen drin. Da könnte man jetzt mal hergehen und darüber nachdenken, zu sagen, schauen wir mal uns das mal an, wie das aussieht, wenn wir den hier rüber ziehen und darüber ziehen. Wir sehen, das wird jetzt also nicht unbedingt zwingend besser. Das heißt, wir machen das wieder zurück. Ich muss also hier durchaus mal ein bisschen ausprobieren, mir über Gedanken machen, wie kann ich was lösen. Ja, ich drehe das hier mal noch ein bisschen rum, platziere das mal hier passend zu diesem Widerstand. Dann gehe ich nochmal hier ran, lege das hier nochmal ein bisschen ab und kann jetzt also meine Platine zumindest versuchen, so weit zu gestalten, dass sie schon von vornherein mal so wenig wie möglich Kreuzungen hat in diesen Luftlinien hier, in diesen Netzlinien, einfach um Kreuzungen zu vermeiden, dass ich es dann beim Routing einfacher habe. Wenn ich das soweit erstmal abgeschlossen habe, das ist natürlich jetzt noch nicht endgültig, kann ich jetzt Folgendes zum Beispiel tun, was ich euch zeigen möchte. Wir haben ja jetzt hier mal zwei LEDs und ein ordentliches, sauberes Platinenlayout soll auch so aussehen, dass zum Beispiel diese LEDs in ein und derselben Flucht sind. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt diese LED mal anfassen und sagen, ich setze die jetzt hier mit meinem fensterfüllenden Fadenkreuz im Raster passend hin, um das entsprechend sauber abzusetzen. Das ist die eine Variante. Ich schiebe die mal hier wieder hoch. Die andere Variante ist, ich kann jetzt zum Beispiel diese beiden Elemente markieren, nehme jetzt hier einen Rechtsklick drauf und sage hier unten Ausrichtung und Verteilen. Und jetzt kann ich hier eben sagen, zum Beispiel vertikal zur Mitte ausrichten, dann sehen wir, werden diese beiden Elemente jetzt genau in der Flucht gesetzt. Dann haben wir zum Beispiel hier diese vier Widerstände, die sind jetzt auch nicht unbedingt sauber verteilt. Da kann ich jetzt hierher gehen und sagen, ich wähle mir diese vier Elemente aus,
und sage, ich möchte die jetzt eben horizontal verteilen. Dann werden die hier entsprechend dem Raster in einem sauberen, gleichmäßigen Abstand verteilt. Immer am Raster ausgerichtet. Allerdings muss ich dann aufpassen. Ich könnte jetzt natürlich, wenn ich das feiner positionieren möchte, hier mit Rechtsklick ein anderes Raster wählen. Empfehle ich aber jetzt hier für den Einstieg erstmal nicht. Wir bleiben in diesem Raster, nur das als Hinweis. So, jetzt haben wir die also hier ordentlich verteilt. Dann kann ich jetzt hier noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Wir sehen jetzt hier, das ist jetzt hier nicht so die wirkliche geschickte Geschichte. Dann kann ich vielleicht diesen noch mal drehen, unseren Widerstand, setze den vielleicht noch mal hier hin, dass das hier sauber gerade abgelegt ist. Unseren Elektrolytkondensator, Entschuldigung, auch den hier können wir noch mal drehen. Setzen den noch mal ein bisschen sauberer ab. Dann können wir hier unsere beiden Transistoren noch mal ausrichten, indem wir sagen, wir möchten die nach unten ausrichten. Aufpassen, wir sehen, jetzt ist dieser hier nach oben gerutscht. Ich gehe noch mal zurück. Also immer das ausgerichtet wird sich immer nach dem letzten Element. Das heißt, wenn ich den nach unten haben möchte, zeige ich euch, wähle ich den an, halte die Steuerungstaste gedrückt, wähle dieses Element an, sage dann Ausrichtung nach unten ausrichten. Jetzt springt er nach unten, weil ich diesen Q2 als letzten Transistor ausgewählt habe oder als letztes Bauelement ausgewählt habe. Dann bewegen wir mal hier unseren Q2 noch hier rüber, drehen den vielleicht mal noch, dass wir das hier eine gerade Verbindung auf diesen Transistor bekommen, auf die Basis. Das machen wir hier auch nochmal. Das sollte eigentlich jetzt an der Stelle auch nochmal so passieren. So. Wir richten das auch mal hier so in der Flucht aus. Also so kann ich also schon mal meine Bauelemente positionieren. Und jetzt sehen wir, dass wir hier so gut wie fast keine Überkreuzungen mehr in unseren Netzlinien haben. Das wird nicht immer funktionieren, aber wir haben zumindest einigermaßen gerade Netzlinien. Diesen Zustand speichern wir uns mal ab. Und jetzt können wir ans Routing gehen. Routing ist hier drüben unsere Leiterbahn, die Taste X oder eben hier dieses Symbol. Und jetzt wähle ich das einmal aus. Jetzt habe ich hier also diesen Zeichenstift. Und jetzt kann ich also meine Leiterbahn zeichnen. Und ich kann die jetzt, wir sehen jetzt, hier wird im 45-Grad-Winkel gezeichnet. Wenn ich den so hier nach außen zeichnen möchte und möchte das so haben, muss ich einmal klicken. Dann wird wieder dieser letzte Punkt hier fixiert. Hier sieht man das schön. Und jetzt ziehe ich meine Leiterbahn hier dran. Wir sehen, das ist jetzt eine breite Leiterbahn. Wir nehmen mal hier die Leiterbahn von der LED zum Widerstand. Wir sehen, das ist jetzt eine dünne Leiterbahn. Und das ist eben genau das, was wir in den Netzklassen gerade eben festgelegt haben, dass wir hier unterschiedliche Leiterbahnbreiten haben. Und ich kann also jetzt nicht versehentlich diese Leiterbahn zum Beispiel eben mit einer schmalen Breite zeichnen, die dann vielleicht die Stromstärke nicht aushält. Ja, dann machen wir hier weiter. Wir gehen also hier dran, setzen den Punkt mal so und entsprechend hier dran. Das können wir jetzt dann weiter verbinden. Dann können wir hier unsere Platine routen. Dann haben wir noch eine Verbindung von hier auf diese 5 Volt. Da kann ich also zum Beispiel jetzt auf der Oberseite bleiben und kann jetzt hier bei bedrahteten Bauelementen geht das recht gut, diesen Widerstand als Brücke benutzen und lege mir das jetzt hier so ran. Damit ist das auch hier verbunden. Bei diesen Elementen kann ich jetzt auch Folgendes tun. Wenn das jetzt hier als Beispiel, wenn ich jetzt hier nicht direkt rüberkommen würde, bei diesem einfachen Schaltplan ist das natürlich jetzt kein Problem, kann ich auch Folgendes machen. Ich fange zum Beispiel jetzt hier an. Ich bin also auf der Oberseite, wir sehen das hier oben, F Kupfer. Ich gehe mal bis hier an diesen Punkt, drücke jetzt die Taste V für Via. Jetzt wird eine Durchkontaktierung nach unten gemacht. Ich klicke, lege das Via ab und jetzt sehen wir hier eine blaue Leiterbahn und ich schließe die hier an. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt also mit dieser
mit diesem Via die Leiterbahn von der Oberseite über dieses Via auf die Unterseite gebracht. Jetzt kann ich hier wieder anfangen. Ich kann zum Beispiel auch, ich bin wieder auf der Oberseite, ich kann das auch vorher schon ändern, indem ich sage, ich möchte das auf die Unterseite haben. Muss ich nochmal beenden. Also ich kann hier oben vorher Unterseite auswählen. Und wenn ich jetzt klicke, fange ich hier eben mit der Unterseite an. Ich zeige es nochmal an dieser Stelle. Ich gehe nochmal hier ein Stückchen raus. Sage jetzt wieder Taste V. Klicke, lege das Via ab und ziehe jetzt hier oben unsere Leiterbahn wieder dran. Also wäre ich jetzt einmal von hier nach unten gegangen, auf diesen Anschluss der LED, von da unten wieder hier hoch auf diesen Anschluss. Macht natürlich bei so einem einfachen Schaltplan jetzt nicht unbedingt Sinn, aber auch das geht. Ich kann natürlich auch unterhalb verbinden, dann würde ich jetzt diese Leiterbahn auf der Unterseite verbinden an den Widerstand. Auch hier bin ich jetzt auf der Unterseite überall unterwegs. Das sehe ich dann also an dieser farblichen Unterscheidung. Wir sehen auch eben hier die unterschiedlichen Breiten unserer Leiterbahn, die wir ja in den Netzklassen festgelegt haben. Und jetzt ziehe ich hier noch meine Leiterbahn auf diese Seite drauf, habe also diese Verbindung, muss ich jetzt noch hier rüber. Jetzt sehe ich hier schon, ich komme hier nicht weiter auf der Unterseite, weil eben ich bin ja hier auf der Unterseite schon durch diese Leiterbahn beschränkt. Also beende ich nochmal mit Escape mein Werkzeug, wechsle jetzt in dem Fall auf die Oberseite. Ich könnte es auch mit dem Via machen, würde auch gehen. Klicke das hier oben an. Jetzt sehe ich, komme ich hier oben drüber. Ich bin ja eben dann auf der Oberseite der Platine und schließe das. Hoppala, muss man nochmal zurück machen. Jetzt habe ich den falschen Pin erwischt. Wir können das hier wieder rückgängig machen. Ich gehe wieder auf mein Werkzeug, wähle das also an und ziehe die jetzt so ran. Dann sieht das auch ein bisschen schöner aus. Und jetzt haben wir hier noch, gehen wir nochmal auf die Unterseite, wechsle ich hier runter, verbinden wir den auf der Unterseite nochmal. Und jetzt haben wir noch als letzte Linie, als letzte Verbindungslinie. Wir sehen auch, ich kann hier nicht durch diese Pins gehen. Es wird automatisch herumgelegt und dann kann ich das hier entsprechend anschließen. Damit wäre eigentlich jetzt hier schon unsere Platine geroutet. Und jetzt wäre im ersten Schritt mal eine Überprüfung fällig. Wie mache ich das? Wir gehen hier auf die sogenannten Designregeln und sagen einfach mal DRC starten. Wir machen mal hier auf alle DRC starten, dass er uns alles anzeigt. Und wir haben jetzt hier, auf alle Fälle ist wichtig dieser Reiter unverbundene Elemente, da haben wir keine mehr. Das heißt also jetzt alle Netzlinien sind verbunden, alle Leiterbahnen sind geroutet. Und jetzt müssen wir mal hier reingehen und uns überlegen, was er hier hat. Und wir haben jetzt eben hier das Problem, dass wir zum Beispiel jetzt an diesen Transistor eine Leiterbahn angeschlossen haben mit einem Freiraum von 0,3 mm. Aber unser Footprint, ich schließe das mal, unser Footprint hier, so auf diesen Grund dieses TO92-Gehäuse, weil das ist ein kleiner Signaltransistor, der verträgt nicht solche dicken Leiterbahnen. Die sind auch für den gar nicht nötig, weil hier so viel Strom gar nicht drüber fließt. In diesem Footprint hier festgelegt ist ein maximaler Abstand von 0,2 mm zwischen diesen Pads hier. Und jetzt kollidiert das also. Die Leiterbahn hat einen Mindestabstand von 0,3. Der Footprint gibt aber 0,22 mm vor und deswegen spielt uns hier jetzt die oder Qikit einen Streich. Wir beheben das jetzt mal an dieser Stelle, indem wir jetzt mal hier oben nochmal in die Netzklassen hineingehen und wir ändern mal diesen Freiraum hier wieder zurück auf 0,2. Und hoffen, dass jetzt das weg wäre oder weg ist. Dann lassen wir nochmal unseren Netzklassen-Editor durchstarten. Genau, hat in dem Fall geklappt. Wir sehen jetzt, wir haben also keine Fehler mehr auf der Platine. So, da muss ich ein bisschen aufpassen. Also gerade wenn ich größere Leiterbahnbreiten zeichne und größere Abstände brauche, muss ich natürlich auch darauf achten, dass mein Footprint passend dazu oder dafür geeignet ist. Gegebenenfalls muss man sich auch mal einen neuen Footprint
erstellen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.